Was machen wir Menschen? Ja, wir suchen den Menschen überall. Was ist der Mensch? Was sind wir? Der Mensch in den Mittelpunkt. Der Mensch in den Mittelpunkt. Das wär's ja. Aber weißt du, was rauskommt immer wieder? Der Mensch als Mittelpunkt. Und da müssen wir schon, wenn wir überlegen, zugeben, das muss ändern. Das muss ändern. Geboren 1927, Geburtsjahr von einem Heiligen, wo in Zürich jeder kennt. Ernst, prominent, aber nie dekadent. In einer Stadt, wo fast niemand seine Grenzen kennt. Aufgewachsen zu einem Knecht, aber schnell checkt, es gibt mehr in dem Leben als nur Geschäft. Mit dem Matur im Sack zu Theologie wird nächste Liebe seine Lebensphilosophie. 1963, sehe ich früher nie, er bietet Hilfe an und jede Seele gehört ihm. Für die Obdachlosen werden Winter tödlich, doch er ist da gewesen, mit Obdach und Nähe. Der Held aus dem Alltag, wo aufs Leid zugeht, dort wo man wegschaut, ist er der, der aufsteht. Unser Held hat es zeitlich gesegnet, doch hoffe, dass sein Werk für immer wird weiterleben. Wäre mehr so Menschen wie er, wäre das Leben nicht alles so schwer. Nicht nur für die Leute, die mein Leben mit dem Schmerz, sondern auch für Seelen auf der Suche nach Wert. Dass jeder in unserem Land spüren kann, ich bin angenommen, ich bin gern gehabt. Ich gehöre in die Gemeinschaft. Ich wollte zwar sagen, der Mensch hinter dem Wicht ist eigentlich ja gar kein guter Christ. Wegen dem Rückblick weit in der Geschichte sehe ich das wiederholend aggressive Prinzip. Ich bringe Glauben und nimm dir die Bodenschätze. Und wenn du aufpasst, dann nehme ich dir den Boden weg. Darum bin ich kritisch, doch du hast immer gut erklärt, wie man Leid mit Mitleid kann drehen, ist umgekehrt. 80er Jahre in der Platzspitzzeiten, stehst als Engel von Zürich unseren Strassen zur Seite. Der Erste, der handelt, während sie debattieren. Du nachher drauf aber mit Tränengas attackieren. Du hast mehr Leute von der Strasse geholt als irgendwas. So viele Seelen hätten es ohne dich da nicht weiter geschafft. Wenn man an dich denkt, dann fehlst du und es tut weh. Doch die Stadt hat jetzt einen Engel mehr. Wären mehr so Menschen wie er, wäre das Leben nicht alles so schwer. Nicht nur für die Leute, die mein Leben mit dem Schmerz, sondern auch für Seelen auf der Suche nach Wert. Pfarrer 7. Bei all diesen Nöten entgegensteuern, verändern. Und ich denke an die Kranken, Gefangenen, an die Letzten. Sie gehören in unsere Mitte.